Was ist bei Harald Glöckler los? Angeblich werden einige seiner Luxusmöbel derzeit im Netz verkauft. Plagen Harald Glöckler, der gerade mit einem provokanten Social-Media-Post für Aufsehen sorgte, derzeit etwa Finanzsorgen? Oder was steckt hinter den Verkaufsanzeigen im Netz? Auf der Plattform Kleinanzeigen finden sich derzeit einige Luxusmöbel, die zum Verkauf stehen. Social-Media-Nutzer wollen darin das Mobiliar von Modedesigner Harald Glöckler erkannt haben, das in der Vergangenheit bereits auf Pressefotos zu sehen waren, die in seiner Wohnung entstanden sind. In den Anzeigen ist von einer Wohnungsauflösung die Rede, Glöcklers Name fällt darin allerdings nicht. Stehen Harald Glöcklers Möbel im Netz zum Verkauf? Die Verkaufsannoncen zeigen unter anderem einen Salontisch für 950 Euro, eine Vitrine für 2500 Euro oder auch einen handgeknüpften Teppich für 1950 Euro. Glöckler selbst hat sich bisher zu den Kleinanzeigen-Anzeigen noch nicht geäußert. Was hinter diesen Verkäufen steckt und ob es sich tatsächlich um Harald Glöcklers Möbel handelt, bleibt bisher also reine Spekulation. Auf Social Media zeigen sich einige Fans des Star-Designers allerdings besorgt. Spekulationen um Glöcklers finanzielle Situation werden im Netz laut. Es ist traurig zu sehen, dass er seine wertvollen Sachen loswerden muss, meint zum Beispiel ein Reddit-User. Harald Glöcklers TV-Show nach nur wenigen Folgen aus dem Programm genommen. Pompös scheint es bei dem 59-Jährigen derzeit jedenfalls nicht zu laufen. Zumindest was seine TV-Karriere angeht. Seine RTL2-Show Herr Glöckler sucht das Glück wurde gerade erst, nach nur zwei Folgen, aus dem Programm genommen. Doch das kann der ehemalige Dschungelcamp-Star sicherlich verschmerzen. Immerhin soll Harald Glöckler schon ein anderes, millionenschweres TV-Angebot vorlegen.